Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Fitzbahn mit dem Spiel Gnomoria. Die eine Folge haben wir jetzt ein bisschen überzogen, ich weiß gar nicht wie lange. Ich nehme nämlich gleich im Anschluss die nächste auf, weil in nächster Zeit werde ich nicht so sonderlich viel Zeit haben, um aufzunehmen. Beruf geht halt einfach vor. Ja, ich denke, da habt ihr alle Verständnis für und so viele Leute schauen sich im Moment ja noch gar nicht an. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal. Vielleicht. Aber kann sich da jetzt mal einer bequemen, endlich mal sich an die Betten und die Bandagen zu begeben? Aber kein... Der Gast ist doch ein Farmer. Warum macht er nichts? Crafting Item. Ja, dann mach mal. Das sieht eher so aus, als ob die schlafen. Tja, was soll ich euch jetzt großartig erzählen? Hier passiert im Moment nicht sonderlich viel, außer dass die hier wild hin und her rennen und da tatsächlich auch das Loch gelassen haben, was ich da hinhaben wollte. Ja. Wir warten einfach mal ab. Im Moment habe ich keine Idee. Oh, der ist ja wieder richtig flott auf den Füßen. Ist der wieder gesund? Gucken wir mal. Kingdom. Da war doch irgendwo. Ups, haben wir gerade gegessen. Nee. Da war es auch nicht. Wo anders? Direkt bei Population? Ja, sind die zwei sind gestorben. Okay. First Day of Summer. Giant First Day of Spring. Ja, dann, ja. Dann hat das wohl hinter sich. Und hat sich jetzt jemand die andere Rüstung geschnappt. Das heißt, wir haben jetzt zwei Verluste zu beklagen. Ja, da liegt er doch. Ja. Gut, dann brauchen wir Nachschub. Wir brauchen Kanonenfutter. Guck mal, jetzt liegt er da in dem Bier drin oder was. Naja, wenn es schmeckt. Da kommt der Begriff Gnomenbier gleich eine ganz neue Bedeutung, wa? Tja, das hilft aber jetzt trotzdem nichts. Warte mal gucken. Taylor mit zwei, aber... Sign. Hier, Gnomad. Machen wir hier Farmer. Dann kannst du wenigstens was tun. Faules Stück. So, und weh, du rennst jetzt nicht dahin. Aha. Und doch für was wir brauchen. Ja. Der Deck. Der hieß doch so, oder? Nur die Besten sterben, Jung. Mhm. Was macht er? Okay, die Nahrungsvorräte und Trinkvorräte sind gut. Das ist in Ordnung. Aber ich will jetzt erstmal hier das fertig haben. Und ich glaube, dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll. Mal abzuwarten, wie viele neue Leute denn kommen. Also ein paar wäre vielleicht nicht schlecht, damit es hier mal ein bisschen vorangeht. Mhm. Ja, schnapp die Milch und dann schön da ab ins Fass. Aber was macht man mit den Leichen? Move to. Nee, damit kann man ja nur da zentrieren. Für irgendwas verwenden kann man die auch nicht. Oder muss man da jetzt extra einen Friedhof bauen oder so? Lagern will ich die nicht, aber... Ist ja vielleicht irgendwie eine Designate Area. Patrouille, Guard, Hospital... Nee. Da
dann müssen die halt verwesen. Vielleicht können wir dann die Knochen verwenden. Ja, ich bin immer noch pragmatisch veranlagt. So, jetzt haben wir zumindest schon mal ein Bett. Es müsste auch noch irgendwo Bandagen gemacht werden. Ich hoffe, der macht das jetzt hier. Ups. Hat er die doch denn? Er soll es nach da machen. Damit die sich zumindest heilen können. Aber kann mir echt mal einer verraten, was man mit den Leichen macht? Also verschwinden tun die wohl anscheinend nicht, weil die Wiz liegt immer noch da und die sieht noch recht frisch aus. Also ich glaube, bevor ich mit der nächsten Folge nachher weitermache, muss ich da einfach mal nachgucken, weil das interessiert mich jetzt selber brennend. Es kann ja nicht sein, dass sie jetzt da ewig liegen bleiben. Die fangen doch irgendwann an zu stinken. Ja, was gibt's jetzt eigentlich noch großartig zu machen? Wir könnten das hier alles noch verschönern. Aber erstmal muss sie, ja gut, die Grundversorgung mit Essen und Trinken, die funktioniert ja. Also da tut sich nicht sonderlich viel. Aber wir müssen uns ein bisschen mehr schützen. Und dafür brauchen wir jetzt eigentlich auch mehr Männer, meiner Meinung nach. Um dann halt hier auch endlich mal das Kupfer zu verarbeiten. Was wir da unten gefunden haben. Der Marktstand sollte vielleicht auch mal fertig werden. Ja. Nö, also ganz ehrlich. Im Moment bin ich ein bisschen planlos. Weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen brummel ich etwas vor mich hin. Ah, der Marktstand wird fertig. Dann muss demnächst dann auch der Händler kommen. Und dann kann man hier den ganzen Klunder verkaufen, den wir jetzt nicht mehr brauchen. Damit es mal ein bisschen aufgeräumter aussieht. Und ich hätte auch gerne noch irgendwie anderen Stein. Also hier mit diesem schwarzen Basalt, das... Das ist ja fast wie in einer Trauerhalle. Das muss ich nicht unbedingt haben. Aber leider haben wir noch nichts anderes gefunden. So, wie geht es dem jetzt hier? Macht er endlich mal was? Also das nächste Bett sollte jetzt demnächst dann auch fertig sein. Wenn wir unser Hospital fertig haben, dann denke ich, können wir auch mal so langsam daran denken, mal Einzelräume zu machen für die Gnome. Das soll wohl den Effekt haben, dass wenn die hier in so einem Gemeinschaftssaal sind, dass die sich nicht so gut erholen. Na, wo läufst du denn hin? Na gut, die holt ein Holz, das soll mir recht sein. Ich habe gerade gedacht, da wäre jetzt schon wieder irgendwas. Also in den Einzelzimmern erholen die sich wohl besser. Und deswegen sollte man das wohl auch tun. Und ja, und je besser die Zimmer natürlich eingerichtet sind, desto mehr erholen die sich. Das heißt, die arbeiten länger, die arbeiten schneller. So habe ich es zumindest verstanden. Man darf mich natürlich gerne korrigieren. Ja, Leute. Ich glaube, ich beschleunige die Zeit jetzt einfach mal. Weil ansonsten wird das einfach zu lang, weil ich jetzt wirklich nicht weiß, was ich machen soll. Hier laufen einfach zu viele Aufträge, muss noch einiges hergestellt werden. Momentchen. Ja, die Betten. Die müssen hergestellt werden. Könnten ja eigentlich schon mal Räume buddeln, ne? Wo machen wir denn die Zimmer hin? Machen wir die hier hin? Eigentlich eine Idee, oder?
Oder machen wir die nach unten? Weil unten haben wir schon so viel ausgebuddelt. Ach Gott, wir machen es nach unten. Terrain. Mine. Wall. The sun has set. Das ist ja gut. So. Dann machen wir hier mal einen relativ großen Raum. Und die Musik deutet eigentlich nichts Gutes an. Ah, der Goblin ist schon Geschichte. Aber wo kam der denn jetzt her? Der kann doch da nirgendwo runter, oder nicht? Oder doch? Männchen. Das ist doch der vorher schon da lag, oder nicht? Kann ich mich nicht auf die Suche begeben nach einer Leiche. Ups. Machen wir mal ein bisschen höher. Ach toll, jetzt ist natürlich auch noch Nacht, aber man sieht nichts. Also die müssen den ja zuerst gesichtet haben. Und gesichtet können sie jetzt eigentlich nur da drin. Ah ja, vielleicht stolperst du drüber. So machen wir das. So und nicht anders. Wohl. Wird das vielleicht angezeigt? Wieso ist er denn vor Durst gestorben? Es war doch genug zu saufen da. Verstehe ich nicht. Haben die den aber gesehen? Leco mio. Ja, und es wird wieder gespeichert. Dann spiel mal weiter. Du Spiel. Wie weit seid ihr? Naja, die sind auch nicht die schnellsten. Können wir ja eigentlich mal gucken, ob wir da schon Räume hinzimmern können. Zumindest so die grobe Einteilung. Wand. Nehmen wir denn Basalt, oder? Ah, da muss ja erst Stein draus gemacht werden. Naja. Ah, ist egal, wir haben genug rohen Stein. Den müssen wir irgendwie auch mal verbraten. Aber geräumige Zimmer. Also wenn hier die Treppe rauf und runter ist. Na. Machen wir es doch mal so. Ich mache es jetzt einfach Pi mal Daumen. So wie ich das jetzt für richtig halte. So, Cancel Job. Nein, immer nur eins canceln. So, und dann machen wir den noch da. Dann kann man nämlich dann da Türen hinsetzen. Die müssen natürlich auch noch gebaut werden. Was war das? Also Terrain war es ja nicht. Dann müssen es ja Furniture gewesen sein. Stone Door, da haben wir es doch. Dann kriegt jeder eine Tür. Ach. Keine Steine mehr. Naja, zumindest kriegt man das so schon mal angezeigt. Ist ja auch nicht schlecht. Gucken wir, dass wir hier unten uns noch ein bisschen Stein zurechtminen. Terrain, Mine, Wall, immer noch. So. Schauen wir mal. Oh, jetzt haben wir die aber nicht mit, ne? Müssen auch noch weg. So. Und ich hoffe, dann haben wir wieder ein bisschen Stein genug. Vielleicht finden wir ja noch das ein oder andere an Ressource. Da unten können wir das genauso machen. Aber dann haben wir echt Platz ohne Ende.
Wir könnten uns ja auch noch nach oben bauen. Aber ich würde mal sagen, wir machen hier jetzt auch wieder einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch Spaß, euer Fitzbahn. Ciao.